Am Montag wurde in einer Pressekonferenz nun endlich bekannt gegeben, dass der Rödersaal in Großröhrsdorf eröffnet wird. Und endlich ist auch das Stichwort. Nächste Woche Donnerstag, am 9. September, findet das Eröffnungskonzert mit Schlagerstar Ella Endlich statt. Doch Geschäftsführerin Beate Dangrist-Jarzembowski und Arnim Proft von der Herkuleskeule, der als Berater der Betreibergesellschaft hilft, haben noch mehr vor. Im kleinen und im großen Saal können nun von der Familienfeier, Hochzeit oder Schulanfang alle Feste gefeiert werden, wie sie fallen. Aber auch Firmen finden im Multifunktionssaal mit modernster Präsentationstechnik alles für Geschäftsevents vor. Auch zwischen verschiedenen Bestuhlungen kann gewählt werden. Neueste Klimatechnik sorgt in diesen Zeiten besonders erwähnenswert für ständig gute und frische Raumluft. Jetzt schon im Programm sind Event-Kinoveranstaltungen, Show, Kabarett, aber auch Tanz, Lesungen und Konzerte für Jung und Alt werden künftig im Kulturhaus 2.0 geboten. Die angeschlossene Gastronomie, die bereits geöffnet hat, bietet die ideale Abrundung für viele Kulturabende, die noch folgen werden. Die Investitionssumme von 6 Millionen Euro für die Modernisierung hat der Eigentümer des Gebäudes, Robert Rumpel, selbst und ohne öffentliche Förderung gestemmt. Bis Ende des Jahres sollen die letzten Arbeiten im Objekt abgeschlossen sein. Weitere Informationen und Programmhinweise finden Sie unter www.rödersaal.de.